Dann herzlich willkommen zum Vortrag, dem letzten heute im Track Security. Thema ist Zwei-Faktor-Authentifikation mit YubiKey-Token. Mein Name ist Stefan Schumacher. Ich werde mich zu Beginn noch mal kurz vorstellen. Angefangen mit Computern habe ich auf diesem wunderschönen Robotron KC85-3. Ja, wir hatten nämlich das große Glück, in der Schule so ein Ding zu haben oder mehrere davon und auch den Lehrer, der damit umgehen konnte, einen echten Informatiklehrer. Seitdem hat mich die IT oder die Computertechnik nicht mehr losgelassen. Ich bin seit über 20 Jahren als Geek, Nerd und Hacker aktiv, habe eine Zeit lang im NetBSD-Projekt mitgewirkt, bin auch unten am Stand zu finden, am BSD-Stand, bin seit über 10 Jahren inzwischen Berater für diverse Institute, Behörden, Sicherheitsbehörden und so weiter im Bereich IT-Sicherheit, habe mich sehr viel mit IT-Security, Kryptographie auseinandergesetzt und wir haben in Magdeburg das Magdeburger Institut für Sicherheitsforschung ausgegründet, dessen Direktor ich bin. Das ist also eine Einrichtung, in der wir unter anderem Bücher herausgeben, ein Open Access Journal herausgeben, das Magdeburger Journal zur Sicherheitsforschung, das gibt es auf unserer Webseite, also Open Access heißt, man kann sich die Artikel dann da eben komplett frei herunterladen, Druckversionen gibt es nicht. Zu finden im Netz unter sicherheitsforschung-magdeburg.de. Ich habe auf der letzten Seite auch noch mal meine ganzen Kontaktdaten angegeben. Ja, warum dieser Vortrag? Problematisch ist im Bereich der Authentifizierung, oder was ist Authentifizierung? Authentifizierung heißt Nachweis einer bestimmten Eigenschaft. Ne? Ich weise also irgendwas nach. In der IT-Sicherheit in der Regel, dass ich irgendein Benutzer bin. Dass ich also der Administrator des Rechners bin, Ruth, Stefan oder sonst irgendjemand. Davon abzugrenzen ist die Autorisierung, die die Einräumung von Rechten bedeutet. Das hat erstmal mit der Authentifizierung so nichts weiter zu tun. Die beiden sind natürlich eng verwoben. Autorisierung bedeutet, dass ich irgendwas tun darf, zum Beispiel eine Datei löschen, wenn ich die entsprechenden Rechte habe. Oder dass ich jede Datei löschen darf, wenn ich root bin. Typische Authentifizierungsmechanismen sind Benutzername und Passwort. Das ist das, was ich schon seit 40, 50 Jahren im Computerbereich nutzen. Es gibt aber auch so Anruf-Parole-Verfahren, wie man das so aus irgendwelchen Hollywood-Filmen kennt, ne, wenn die Soldaten durch den Wald laufen und sich gegenseitig irgendwas zurufen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel den Personalausweis zu nutzen. Ne, Personalausweis bei einer Personenkontrolle, wenn ich in irgendeine Liegenschaft rein möchte, Polizei, Bundeswehr oder ähnliches, muss ich einen entsprechenden Personal- oder Dienstausweis vorlegen. Problematisch ist in der IT, dass jeder, der den Benutzernamen und das Passwort kennt, als derjenige Benutzer ausgeben kann. Wenn also jemand mein Root-Passwort von meinem Laptop kennt oder mein persönliches Benutzerpasswort, dann kann der sich natürlich auf meinem Rechner entsprechend zu schaffen machen. Wir haben immer noch das Problem der schwachen Passwörter. Wir haben schlechte Passwortsicherheit. Es gab ja mal diesen berühmten Stratfor-Hack 2011, wo die Kundendatenbank veröffentlicht wurde. Die Passwörter der Daten in der Datenbank wurden als MD5 gehasht. Ich habe mich dann mal Weihnachten hingesetzt, also die sind auf dem, im CCC-Umfeld damals veröffentlicht worden. Und ich habe die ersten, ich glaube, 50.000 Konten innerhalb von wenigen Stunden knacken können, weil einfach so Standardpasswörter verwendet wurden wie Secret, Password, Stratfor, Stratfor1 und so weiter und so fort. Das heißt, wir hatten hier eben Passwörter, die relativ einfach geknackt werden konnten. Problematisch ist hierbei, dass die einzige Verteidigungslinie als Benutzer bzw. als Kunde, Stratfor ist ja ein Unternehmen, war ein extrem sicheres Passwort sich auszudenken, also ein sehr, sehr gutes Passwort. Das ist vielen Benutzern gelungen. Es gab zum Beispiel, ich glaube, 12 oder 15 Bundeswehradressen, die dort angemeldet waren, also bundeswehr.org oder .de. Und davon wurden lediglich 2 Passwörter geknackt. Die anderen haben eben gemäß Vorgabe entsprechend sichere Passwörter verwendet. Die Unsicherheit lag hier dabei darin, dass Stratfor zum einen seine Webseite extrem schlecht konfiguriert hat, zum anderen, dass man hier eben Passwörter als MD5 abgelegt hat, was an sich also auch schon 2011 schon überhaupt nicht mehr Stand der Technik war. Generell gilt, dass solche Hashes wie MD5, SHA-1 oder auch SHA-256 für Passwortdaten nicht mehr geeignet sind. Ein anderes Beispiel dazu, vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren hat Thomas Roth, ein deutscher Mathematiker, Amazon Cloud Services genutzt und hat dort alle 1- bis 6-stelligen SH1-Hashes generieren lassen, also von 1- bis 6-stelligen Passwörtern. Hat alle Kombinationen durchprobiert, von 000 bis ZZZ und hat dann dafür insgesamt 50 Minuten gebraucht und hat dafür, ich glaube, knapp $2 oder so bezahlt. Also man hat gesehen, er hat das quasi in der Mittagspause durchlaufen lassen. Das zeigt also schon, dass solche Passwort-Hashes wie MD5 oder SHA-1 an sich nicht mehr zeitgemäß sind. Es gibt Alternativen, die werden bloß leider in der Masse nicht eingesetzt. Und da kann ich als Endanwender dann auch nicht viel machen.
Wenn ich Authentifizierung jetzt verbessern möchte oder besser absichern möchte, dann kann ich das über die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung machen. Zwei-Faktor bedeutet in dem Fall, ich führe einen zweiten Faktor zur Authentifizierung ein. Der Vorteil ist, selbst wenn irgendein Bösewicht mein Passwort kennt, benötigt er immer noch diesen zweiten Faktor, um sich am Rechner zu authentifizieren. Ein weiterer Schutzpunkt oder Schutzmechanismen sind erhöhter Schutz bei Shoulder-Surfing. Mir guckt also jemand zu, ne? Ich bin viel mit der Bahn unterwegs und es ist immer wieder interessant, wenn man dann die Anzugträger im ICE sitzen sieht, die dann so im Zweifinger-Suchsystem ihre Passwörter eintippen, wo man dann schon mitmeißeln kann. Also ich habe mal versucht, meine Handykamera so hinzulegen, zu mitschreiben, brauche ich gar nicht, sieht man schon aus 5 Metern Entfernung, was die da tippen. Die Leute, die das machen, lassen in der Regel den Rechner dann auch an, wenn sie in den Speisewagen gehen, um sich einen Kaffee zu holen. Meistens noch mit einem Firmen-VPN verbunden und in irgendeiner Datenbank eingeloggt oder so. Na, also auch hier kann ich mich schützen, gerade an öffentlichen Orten, Universität, Zug, irgendwelche Hotspots in der Bahn, am Flughafen, im Hotel oder sonst irgendwo. Na, selbst wenn ich das Passwort mitlese oder sehe beim Eingeben, benötige ich immer noch den zweiten Faktor. Das gleiche gilt bei schwachen Passwörtern, ne? Passwörter, die erratbar sind, irgendwelche Namen von Hund, Katze, Maus, Kind, Tochter, Ehemann und so weiter und so fort. Oder eben solche Passwörter wie Secret, Geheimnis etc. pp. Und dann auch vor schlechten Datenbanken, also diesen MD5-Hashes. Token können auch, wenn sie das entsprechend implementieren, Schutz vor Man-in-the-Middle-Attacken ermöglichen. Das heißt, wenn ich entsprechende Authentifizierungsverfahren nutze, das können nicht alle der hier vorgestellten Verfahren, aber einige unterstützen das. Und wenn die richtig konfiguriert sind, können die auch die Authentifikation des Servers beim Endanwender vornehmen. Das heißt also nicht nur ich muss mich gegenüber der Webseite, zum Beispiel Google, authentifizieren, sondern auch Google muss sich gegenüber dem Authentifikationsdienst authentifizieren. Dass ich also wirklich bei google.de lande und nicht bei irgendeiner nachgemachten Seite, die dann auf einen karibischen Inselstaat zeigt oder ähnliches. Das heißt also, ich habe hier noch eine verbesserte Man-in-the-Middle-Attackenschutz für Endanwender, die sich damit nicht auseinandersetzen müssen. Also ich muss denen nicht beibringen, schaut euch mal die Zertifikate von Google an und vergleicht dann die Zertifikatskette. Das ist nämlich immer besonders spaßig. Die Faktoren zur Authentifikation können sein Wissen, also etwas, das ich weiß, ne, kennt man vom Passwort, das kennt man von der PIN-Nummer an der EC-Karte, das kennt man von der TAN, die in irgendeiner Art und Weise verwendet wird. Zweite Möglichkeit ist Besitz. Ich besitze also irgendwas, das könnte ein Schlüssel sein, ne, ein Schlüssel, der ein Tor öffnet, also ein ganz klassischer metallener Schlüssel. Das kann auch eine EC-Karte sein, das ist wahrscheinlich das Zwei-Faktor-Verfahren, das die meisten kennen, EC-Karte plus PIN-Nummer. Das kann auch ein Token sein oder irgendeine Datei, die ich irgendwie habe. Also Token sind dann diese YubiKey-Sticks, die ich hier vorstelle. Datei heißt, dass ich bei irgendeinem Programm auch statt eines Tokens einfach irgendeine Datei konfiguriert habe. Na, da gibt es eben Programme wie TrueCrypt oder KeePass, in denen ich eine sogenannte Schlüsseldatei definiere und die muss dann eben auf dem Laufwerk vorhanden sein. Und wenn ich die auf einen USB-Stick packe, den USB-Stick in Tresor sperre, kommt man an die Datei nicht mehr ran. Die letzte Möglichkeit ist das Sein. Das sind so Sachen wie Fingerabdruck, die sind jetzt gerade über Mobiltelefone relativ begehrt gewesen oder geworden. Es können Iris-Scan sein, Stimmscan, Gesichtsscan oder ähnliches. Na, auch da gibt es inzwischen Angebote. Wir haben das mal für einen Kunden evaluiert. Da gibt es dann so einfache Programme, die dann über die Webcam einfach ein Foto von jemandem machen und dann jedes Mal zum Freischalten und Anmelden am Windows halt wieder das Bild vergleicht. Da gibt es dann Geräte, die lassen sich von einem ausgedruckten Foto von jemandem täuschen, die sind also biometrisch überhaupt nicht sicher. Auch Fingerabdruckscanner können entsprechend manipuliert werden. In der Regel ist es so, dass man dann bestimmte Kombinationen nutzt, meistens eben Benutzername, Passwort, Token, das ist das, was ich hier vorstelle, aber auch Benutzername, TAN und Token ist möglich oder Smartcard plus Token, ne, dass ich also auch schon die Identifizierung der Benutzername, dass ich die auf einem Gerät oder auf einem Ding hinterlege. Bestes Beispiel ist, wie gesagt, die EC-Karte. Wenn ich die einführe, weiß der Geldautomat in der Regel gleich meine Bankverbindung, weil die da eben kodiert ist. Ja, Nachteile der Token sind natürlich, dass das Token mitgeführt werden muss. Also solange ich das Token nicht habe, komme ich nicht an die Daten ran. Ich kann mich nicht einloggen. Ich kann meine Datei nicht entschlüsseln. Ich kann auch kein Geld am Geldautomaten abheben. Theoretisch könnte man den Geldautomaten auch ohne EC-Karte nutzen. Man gibt die Bankverbindung ein, seine PIN-Nummer, die Sache ist erledigt. Das wollen aber die Banken nicht, weil das Angriffe ermöglicht, die durch die PIN-Karte eben abgedeckt wird oder verhindert werden. Zweiter Punkt ist, Token kosten Geld.
Ich sage nachher noch die Preise an. Bisher war es so, dass zum Beispiel RSA oder andere Token, Aladdin und so weiter, mal gerne so 30, 40, 50 Dollar pro Person kosten und noch mehr. Also es gibt RSA-Token, die kosten ein paar hundert Dollar. Wenn ich das natürlich in einem Unternehmen oder an der Universität oder so einführen will, wo ich dann 10.000 Benutzer habe, geht das dann richtig ins Geld. Und dann habe ich das Problem, dass die Dinge auch mal kaputt gehen können, dass die verloren werden, dass die irgendwo liegen bleiben im Hotel oder in der Bahn und dass sie dann entsprechend ersetzt werden müssen. Und ersetzen bedeutet nicht nur, dass sich dann der Mitarbeiter oder Student einen neuen Token holt und da vielleicht einen kleinen Obolus für entrichten muss, sondern dass das auch wieder Verwaltungsaufwand bedeutet. Der Token muss dann freigeschaltet werden, der alte Token muss zurückgezogen werden. Das heißt also, ich habe wieder Arbeitszeit der Systemadministratoren, die da irgendwo anfällt. Um zu zeigen, wie die funktionieren, werde ich jetzt ein bisschen was zu den beiden Konsortien sagen. Es gibt also zwei Standardisierungsgremien, die momentan relevant sind. Das erste ist die Open Authentication Initiative, OATH abgekürzt, also EID. Das ist ein Industriezusammenschluss. Die Mitgliedschaft dort kostet Geld und es sind wohl nur um die 20 Unternehmen dort dabei. Die sehen alle so ein bisschen, also da sind dann Unternehmensberatungen mit drin und so weiter, also so ganz selbstlos sehen die nicht aus. Die haben aber unter anderem zwei Verfahren definiert, HOTP und TOTP in den jeweiligen RFCs 4226 und 6238. Was das technisch ist, zeige ich nachher noch. Insofern sind die hier für uns relevant. Neben OATH gibt es noch was etwas Besseres, nämlich die FIDO-Initiative. Die besteht aus über 200 Mitgliedern und da ist unter anderem Google dabei, PayPal, Lenovo, Alibaba, diese chinesische Amazon-Seite, NTT Docomo, japanischer Mobilfunkanbieter, Samsung, Visa, RSA, Intel, ING, Yubico. Das sind nur einige, also das sind ganz große Player mit dabei. Und dank Google haben die eben auch entsprechend die Marktmacht, das System jetzt mal so ein bisschen in den Markt zu drücken. Also Google ist da jetzt sehr dran interessiert und versucht, also bietet die eigenen Dienste schon entsprechend abgesichert an und die anderen werden nachziehen. Letzte Woche kam die Meldung, dass Microsoft jetzt in Windows 10 und im Edge, dem neuen Internet Explorer, das standardmäßig mit anbieten will. Das heißt also, das ist dann wirklich in einem Massenmarkt auch verfügbar. Das heißt dann auch wieder, dass dann die entsprechenden Dongles wahrscheinlich wieder billiger werden. Das FIDO-Konsortium stellt einen Spezifikationsrahmen bereit. Die spezifizieren also so Standards unter anderem auch für Biometrie, Trusted Platform, Module Smartcards und NFC. Ich kann also auch bestimmte YubiKey-Tokens auch per NFC mit meinem Mobilgerät nutzen, also mit dem Tablet oder mit dem Handy. Ich kann auch, wenn ich möchte, Biometrie nutzen, zum Beispiel den Fingerabdruckscanner am Smartphone, das geht auch. Also die schränken das nicht auf irgendein bestimmtes Endgerät ein, sondern die definieren relativ unabhängige Standards. Die Authentifikation wird mittels asymmetrischer Kryptographie durchgeführt. Das heißt also, wir haben hier Challenge-Response-Verfahren, die dann auch mit öffentlichen und privaten Schlüsseln abgesichert ist. Also die Kommunikation zwischen Token und dem entsprechenden Authentifizierungsdienst, sei das jetzt ein Server, lokal oder im Internet, wird entsprechend verschlüsselt, sodass auch hier Angriffe auf die Kommunikation erstmal massiv erschwert werden. FIDO hat einen Standard definiert, der nennt sich U2F oder U2F, Universal Second Factor. Das ist ein offener Standard für Zwei-Faktor-Authentifikation via USB oder NFC. Und der wird unter anderem von Google jetzt unterstützt für alle Google-Dienste, also von Google Mail über Google Maps, YouTube und was auch immer man da nutzen kann, ist seit Chrome 38 in Chrome integriert. Das heißt also, ich kann mit dem YubiKey-Token meine ganzen Google-Accounts absichern, ohne dass ich irgendeinen Treiber oder Ähnliches installieren muss. Ja, das macht also der Chrome komplett automatisch. Firefox arbeitet dran, Opera vermutlich auch, also ich nutze eigentlich Opera als Browser, die unterstützen das nicht, noch nicht, da ist aber momentan einiges im Gange. Und wie gesagt, Microsoft hat angekündigt, dass Windows 10 standardmäßig nativ U2F unterstützen soll, genauso wie der neue Browser Edge. Das heißt also, auch damit wird dann eben die Marktakzeptanz massiv erhöht und wir können davon ausgehen, dass dann auch viele Dienste das dann zusätzlich anbieten werden. Ja, jetzt steigen wir in den Teil der Token ein. Das heißt also, was ist so ein Token überhaupt? Ich habe hier mal das Foto von der Yubico-Webseite. Man sieht hier insgesamt 5 Token liegen, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Bedeutung. Ich habe dazu gleich noch eine Liste. Man sieht da rechts oben in der Ecke so ein Laptop, das heißt also, man kann so ungefähr die Größe abschätzen. Ich habe mal meinen hier mitgebracht, das ist einer meiner Token. Also man sieht, der ist relativ leicht, wiegt nur ein paar Gramm, relativ klein, das heißt, man verliert ihn auch mal schnell. Sollte ihn daher irgendwie sichern am Schlüsselbund oder an einem Anhänger, an einem Lanyard oder sonst irgendwas. Und es gibt die großen Modelle, die sieht man hier, die beiden schwarzen und der blaue, jeweils mit einem
Taster versehen, also der Kreis in der Mitte, ne, da wo das Y ist, beziehungsweise der Schlüssel, das ist ein Taster, der erfüllt eine bestimmte Funktion, je nach Modell. Und ja, die sind entsprechend robust, also die kann man wirklich am Schlüsselbund rumtragen. In der Mitte, die beiden kleinen, sind die sogenannten Nano-Versionen. Die sind so designt, damit man die standardmäßig immer im USB-Slot lassen kann. Ob das jetzt sinnvoll ist bei einem Zwei-Faktor-Authentifikationssystem, sei dahingestellt. Aber es gibt ja durchaus Szenarien, wo der Zugang zum Rechner entsprechend geschützt ist, weil der vielleicht irgendwo, ich sage jetzt mal, in der Kaserne oder bei der Polizei oder sonst irgendwo steht, also wo ich physikalisch nicht rankomme an den Rechner, weil entsprechend dort Sicherheitsmaßnahmen ergriffen wurden und damit werden vielleicht Webdienste abgesichert irgendwo anders. Insofern gibt es da durchaus Szenarien, wo man das nutzen kann. Ein anderes Beispiel, ein Konkurrenzprodukt, sind die sogenannten Plug-up-Keys. Rechts als fertige Version, das ist so eine Art Bastelsatz, die darf man sich nämlich selber zurechtbasteln. Was man links sieht, diese Karte ist ungefähr so groß wie eine EC-Karte, besteht aus demselben Material und da ist in der Mitte vorgestanzt dieser Key zu sehen. Den muss man also rausbrechen und dann muss man hier rechts an der Seite dieses orangene, wo Fold steht, zusammenklappen. Da ist hinten also so zweiseitiges Klebeband dabei und wenn man das zusammenklappt, dann hat man die entsprechende Dicke, dass man das Ding auch in den USB-Slot reinstecken kann. Soll angeblich auch am Schlüsselbund überleben. Ich habe das noch nicht getestet, ich habe mir solche auch geholt. Ich weiß nicht, ob die entsprechend robust sind. Aber Vorteil ist, die kosten gerade mal 5 Euro. Da kann man sich also so ein Ding auch als Backup hinlegen. Oder für die Situation, dass ich sie eben nicht durch die Gegend trage. Hier nochmal in der Übersicht. Die YubiKeys unterstützen in ihren Konfigurationen verschiedenste Standards und Algorithmen. Ich kann allerdings meistens, oder ich kann in der Regel nur zwei davon entsprechend nutzen. Also ein YubiKey verfügt über zwei Slots und darauf kann ich zwei dieser Applikationen nutzen. Beim YubiKey Neo, der kostet 55 Euro, der unterstützt USB und NFC. Das heißt, den kann ich dann auch mit dem Handy oder Tablet nutzen, durch Near-Field Communication. Die unterstützen One-Time-Password, PIF, OpenPGP bis 2048-Bit und U2F. Der YubiKey 4, der ist neuer, der ist ungefähr, ich glaube, im November rausgekommen, der kostet 48 Euro, unterstützt nur USB, also kein Near-Field Communication, unterstützt dasselbe wie der YubiKey Neo, allerdings OpenPGP bis 4096-Bit RSA-Schlüssel. Und zusätzlich hat er YubiKey noch irgendeine Kooperation mit den Docker-Leuten zusammengebracht, dass die irgendwie mit den Schlüsseln ihre Docker-Codes signieren können. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, weil ich mich mit Docker nicht auskenne. Der YubiKey 4 Nano kostet 60 Euro. Das ist dann im Prinzip auch so ein YubiKey 4 in dieser Kleinstvariante, die man im USB-Slot verbleiben lassen kann. Es gibt auch noch den Fido U2F-Key, der kostet 17 Euro, der kann nur dieses U2F, ne, das ist der blaue, den ich auch gerade eben hochgehalten habe, da kann ich nur meine Webseiten mit absichern über online. Der kann also nicht offline irgendwie über Challenge Response, HMAC oder sonst irgendwie authentifizieren, nur für Webseiten. Dafür ist er vom Preis her auch relativ annehmbar. Ne? Und dieser selbst Zusammenbastel-Key, der Plug-Up-Key, den gibt es bei Amazon für 5 Euro. Und den kann man eben dann auch nutzen als einfache Lösung oder als Backup-Schlüssel. Wie gesagt, es müssen dann entsprechend über eine Oberfläche, über den Personalization Manager entsprechend die Slots programmiert werden. Also ich kann nur zwei von diesen Funktionen, die bieten, nutzen. Und welche das sind, hängt dann in der Regel vom Dienst ab. Ne? Also der Dienst gibt mir vor, was ich damit machen kann. Ob ich da jetzt zeitbasierte Einmalpasswörter habe, ereignisbasierte Einmalpasswörter und ähnliches. Was kann so ein YubiKey? Es ist ein Public-Key-basiertes Challenge-Response-Protokoll. Das heißt also, sie unterstützen so Parolensysteme. Ne? Da wird also irgendwie ein Challenge übermittelt, also ein Anruf und dann muss darauf entsprechend geantwortet werden. Und das Ganze funktioniert mit Verschlüsselung. Ne? Das heißt also, der Server gibt dann dem YubiKey irgendein geteiltes Geheimnis vor. Das muss der entsprechend verarbeiten mit einem Hash, signieren etc. pp. Ich kann damit einen Phishing-Schutz einbauen. Und habe auch, wenn ich das richtig implementiere, einen Schutz vor Man-in-the-Middle-Attacken, ne, weil sich auch der Server, also der Login-Dienst, zum Beispiel Google oder Dropbox, gegenüber dem Authentifizierungsserver authentifizieren muss, beziehungsweise Eigenschaften des entsprechenden Login-Servers mit in dieses Challenge-Response-Verfahren eingehen, ne, also die SSL-Signatur und ähnliches. Ich habe weiterhin applikationsspezifische Schlüssel. Das heißt also, ich kann zum Beispiel einen YubiKey-Slot nehmen und kann damit drei Google-Konten absichern, ne, von Alice, Bob und Charlie. Dann sieht Google nicht, dass ein Key für diese drei Konten benutzt wird. Ja, weil da eben für jede App nochmal oder für jedes Konto nochmal eine eigene Zufallszahl mit reinkommt.
Das heißt also, der Endanbieter, bei dem ich mich da irgendwo mit einem Dienst authentifiziere, sieht nicht, dass ein YubiKey für x verschiedene Konten genutzt wird. Es gibt eine Erkennung geklonter Token, das heißt also, ich kann solch einen YubiKey nicht ohne weiteres klonen, weil intern sowohl über dem, also der Authentifizierungsserver und der Token führen einen Zähler fort, ja, und der lässt sich von außen nicht ohne weiteres auslesen. Des Weiteren gibt es noch die Option, dass man Token, ich sag mal, beglaubigen kann. Also man kann im Token bestimmte Signaturen hinterlegen lassen, das bietet YubiKo, die Herstellerfirma, an. Wenn man zum Beispiel für sein Unternehmen jetzt irgendwie ein paar hundert Token braucht, kann man da eine Signatur reinsetzen lassen. Na, angenommen, Szenario, die TU Chemnitz will für jeden Studenten so einen YubiKey-Token ausrollen, dann sagen die, liefer uns mal, ich weiß nicht, 20.000 YubiKey-Token und leg da eine Signatur an, dass die zur TU Chemnitz gehören. Und dann kann der Server entsprechend konfiguriert werden und sagen, wir nehmen nur YubiKo-Token der TU Chemnitz an, keine privat gekauften oder von der Uni Magdeburg oder Uni Halle oder Uni Erfurt oder sowas. Das wäre also ein Einsatzszenario, wenn ich jetzt im Unternehmen sicherstellen möchte oder als Anbieter, dass nur bestimmte Token funktionieren. Da sind wir dann auch schon bei den Standards. Was ich zuerst nutzen muss oder wissen muss, sind One-Time-Passwörter oder Passwörter. Schönes Englisch-Gemisch, sehe ich gerade. Ein One-Time-Password, OTP, ne, also wenn hier von OTP die Rede ist, ist immer One-Time-Password gemeint, nicht der One-Time-Pad, die Verschlüsselung. Ein One-Time-Password ist ein Passwort, welches nur einmal gültig ist, ne, für einen erfolgreichen oder auch missglückten Login-Vorgang. Es gibt durchaus Systeme, die dann, wenn ich ein One-Time-Password falsch eingebe, das Ding verfallen lassen und ein neues One-Time-Password generieren. Das hängt aber dann wieder vom entsprechenden Login-Dienst ab. Vorteil ist, dass ich gegen passives Mithören und Replay-Attacken geschützt bin. Also selbst wenn jetzt jemand mein Passwort mitschneidet, das ich hier eingebe bei Google, kann er das nicht nutzen, weil es ist ja nach meinem Login oder meinem fehlerhaften Login verfallen. Es ist nicht mehr gültig. Und dadurch kann eben jemand, der mir beim Eingeben meines Passworts zuschaut, mein Passwort nicht mehr nutzen. Man-in-the-middle-Attacken können funktionieren, wenn die richtig implementiert sind. Das heißt also, wenn jemand ein böswilliger Angriff an meinen Google-Login umlenkt auf ein von ihm nachgebautes Google und ich dort mein One-Time-Passwort eingebe und der das abfängt, dann kann er sich natürlich mit meinem Benutzernamen und meinem One-Time-Passwort immer noch bei Google anmelden und kommt dann rein, weil mein One-Time-Passwort ja immer noch gültig ist. Ich habe es ja nie bei Google eingegeben, sondern bei diesem ukrainischen Nachbaudienst. Problematisch ist hierbei, dass beide Parteien, Alice und Bob, das gültige One-Time-Passwort kennen müssen. Es ist also nicht ganz trivial zu implementieren. One-Time-Passwords gibt es in der Praxis schon seit den 80er Jahren. Ich glaube, die US-Armee hat da einiges entwickelt. Und ich hatte das vor Jahren schon auf diversen NetBSD-Servern eingesetzt. Da musste man sich dann immer so eine Art TAN-Liste ausdrucken lassen. Ne? Also One-Time-Passwords in der Liste. Und da musste man dann immer in der nummerierten Liste entsprechend vorgehen. In der Praxis gibt es eben, wie gesagt, diese zwei Möglichkeiten. Kennwortliste oder Kennwortgenerator. Kennwortliste ist sicherheitsmäßig äußerst problematisch. Ich muss also dann über einen sicheren Kanal die aktuelle Liste oder die neue Liste irgendwie übertragen. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie vom Online-Banking aus irgendwelche TAN-Listen oder ähnliches bekommen. Die können durch abgefangen werden, manipuliert werden etc. pp. Deshalb nutzt man heutzutage entsprechende Kennwortgeneratoren. Kennwortgeneratoren funktionieren so, dass sie das Ergebnis eines bestimmten Algorithmus übertragen. Da wird also nicht irgendwie ein Algorithmus hin und her geschickt oder irgendwas gemacht, sondern in der Regel ist es so, dass der Server und der Token in irgendeiner Art und Weise ein Kennwort berechnen. Der Token schickt das dann an den Server und der guckt, ob beides gleich ist. Und wenn beides gleich ist, ist das Passwort in Ordnung und der Benutzer wird eingeloggt. Da gibt es im Prinzip drei mögliche Verfahren. Das erste sind zeitgesteuerte Generatoren. Da brauche ich ein wohldefiniertes Zeitintervall. Und ich habe das Problem, dass am Server und am Token die Uhren synchron sein müssen. Es gibt also zum Beispiel von RSA, RSA-Token, da hat man dann so ein kleines Display, da werden dann immer so 6- bis 8-stellige Zahlen angezeigt. Und die wechseln dann alle 5 Sekunden, 10 Sekunden, eine Minute, was auch immer. Und irgendwo gibt es einen Server, der dann für meinen Token die entsprechende Zahl mitberechnet. Und wenn ich mich einlogge, muss ich diese Nummer eintippen und dann geht das zum Server, der Server sagt, Nummer passt und ich bin eingeloggt. Das kann man nicht nur mit Computern nutzen, es gibt auch elektronische Schlösser, wo man sowas braucht. Da muss ich also einen Schlüssel haben, eine Schlüsselkarte und zusätzlich diese Tokennummer. Problem ist, wie gesagt, die Uhren müssen synchron sein. Also wenn zum Beispiel die Batterien alle sind oder die Uhr nicht richtig läuft auf dem Token, kann das durchaus diesen Zeitintervall verlassen. Und dann habe ich das Problem, ich komme nicht mehr rein
egal was ich machen will. Das heißt also, ich habe da entsprechende Token, die richtig Geld kosten, weil die Synchronisation hinbekommen müssen, zum Beispiel über Funkuhr oder ähnliches, und weil die dann auch entsprechend mit Strom versorgt werden müssen. Wenn ich die mal irgendwo ein Jahr in der Schublade liegen lasse und ich brauche, dann ist vielleicht die Batterie alle und ich kann das Ding gar nicht mehr nutzen, weil die Synchronisation überhaupt nicht mehr funktioniert. Problematisch wird sowas dann auch bei verteilten Netzen. Also wenn ich dann irgendwo Rechner weltweit habe, jetzt im Content Delivery Network oder irgendwie irgendwelche GitHub-Server, die auf allen Kontinenten stehen, müssen die natürlich zeitmäßig auch synchronisiert werden, was nicht so ganz trivial ist. Das geht natürlich per NTP, aber wenn man da wirklich zeitkritische Anwendungen hat, dann wird es lustig. Zweite Möglichkeit sind die ereignisgestörten Generatoren. Das heißt, ich habe in irgendeiner Art und Weise ein Ereignis, in der Regel ein Login-Versuch oder ein, also Login mit Erfolg oder mit Abweisung. Vorteil ist, dass das Ereignis löst halt diesen Kennwortgenerator aus. Ich brauche dazu weder Uhr noch Strom. Das heißt, das Token an sich kann erstmal ohne Batterie auskommen, was ja bei den Yubico-Keys der Fall ist. Die haben ja keine Batterien drin. Die werden nur, wenn sie angesteckt sind, über USB mit Strom versorgt. Das One-Time-Password kann theoretisch unendlich gültig bleiben, bis ich es brauche. Also ich könnte mir, ich sag mal, im Jahr 1990 ein One-Time-Password generiert haben und wenn ich das bis heute nicht benutzt habe, wäre das immer noch gültig. Das kann ein Vorteil sein, das kann aber auch ein Nachteil sein, wenn man irgendwelche zeitgestörten Zugänge anbieten möchte. Vorteil ist aber hier, wie gesagt, ich brauche keine Uhr, keinen Strom und die Token sind relativ günstig herzustellen, weil ja nur die Kommunikation sichergestellt werden muss, was beim Yubico-Key über USB einfach der Fall ist. Dann gibt es noch Challenge-Response-gesteuerte Generatoren. Das sind also Generatoren, im Prinzip ereignisgesteuert. Allerdings berechnet dann der Token oder der Client das One-Time-Password basierend auf einer Challenge. Er kriegt also irgendeine Information zugewiesen, zufallsgenerierte Zahlen, Zeitwert, irgendein Geheimnis oder sonst irgendwas. Und er berechnet dann aus dieser übertragenen Zahl die entsprechende Antwort anhand eines Algorithmus. Und das schickt er dann zurück, das Ergebnis. Also eine ganz einfache Möglichkeit wäre, der Server schickt die aktuelle Uhrzeit hin, der Token hasht die mit MD5 und schickt dann die MD5-Hash-Summe zurück. Wäre ein einfaches Verfahren, kryptografisch allerdings total unsicher. Deswegen nutzt man da verschiedenste verbesserte Algorithmen im sogenannten HOTP-Algorithmus. Das ist einer dieser Algorithmen, den die Oath definiert hat. Nutzt man HMAC SHA-1. Das heißt also, man nutzt SHA-1 als Hash, allerdings nicht einfach als Hash mit SHA-1-Sum oder so, sondern man benutzt einen Zähler und einen Seed, also einen Zufallswert, der übertragen wird, ein geteiltes Geheimnis. Und dann wird der SHA-1-Wert vom Schlüssel, von der Nachricht generiert, es kommt der Zähler und das Seed mit rein und es wird noch mit definierten Werten ein XOR durchgeführt. Das heißt also, die Operation ist dann ein bisschen komplizierter. Im Endeffekt sieht das dann so aus, dass man eben dreimal hintereinander Werte hasht. Und das führt dazu, dass das Ganze für den Zweck hinreichend sicher ist. Die zweite Möglichkeit, die ich nutzen kann, ist U2F-Login. Ich habe hier mal kurz aufgeschrieben, wie das funktioniert, wenn ich das nutze, wenn ich meinen Account bei Google absichere. Dann sieht das so aus, dass ich mich auf Google.com einlogge, Benutzername und Passwort übergebe. Also ich logge mich ein wie bisher. Wenn das Passwort korrekt ist, kommt die Ansage, dass ich meinen Token einstecken soll und diesen kleinen Taster drücken muss. Ich lege dann also meinen Finger auf diesen kleinen Knopf und dann authentifiziert sich der Token via U2F-Server. Das heißt also, der Token bzw. Chrome holt sich dann vom Token die Daten, schickt die an einen Server, die gehen dann an Google und Google sagt, alles ist in Ordnung. Und dann werde ich entsprechend eingeloggt, wenn der Token bei meinem Google-Account hinterlegt ist. Also ich kann nicht irgendein neues Token nehmen, sondern das muss ich natürlich bei Google erstmal einrichten. Wenn das der Fall ist, dann bin ich aktiviert, kann mich einloggen und kann auf Wunsch auch einen Cookie hinterlegen lassen in meinem Browser. Also möchten Sie auf diesem Computer eingeloggt bleiben, steht da, glaube ich. Und wenn ich das aktiviert habe, wird ein Cookie im Browser hinterlegt und ich brauche dann für zukünftige Logins den Token nicht mehr eingeben, auch nicht das Passwort. Wenn ich den Cookie lösche oder das Häkchen nicht aktiviere, dann muss ich mich wieder bei jedem normalen Login wieder mit Passwort und Token anmelden. Alternativ, oder ich mache erstmal das Schema zu Ende, schematisch sieht das Ganze so aus, dass das Token einen Schlüsselpaar hat aus privatem und öffentlichem kryptografischen Schlüssel und der wird an die Relying Party geschickt. Relying Party ist hier der Dienst, bei dem ich mich einloggen möchte. In dem Fall wäre das Google. Das kann aber ein beliebiger Dienst sein. Auch Dropbox oder ähnliche Dienste bieten solche Unterstützung an.
Das Schlüsselpaar selber wird im Token generiert und kann nicht manipuliert werden. Das heißt, der private Schlüssel des Tokens bleibt im Token. Der geht auch nicht raus, den kann ich nicht rauskopieren. Und wenn ich das Token irgendwie auffräsen will mit einer Feile oder sonstigen lustigen Geräten, werden die Chips innen drin zerstört. Das heißt also, das Schlüsselpaar ist dadurch physikalisch gesichert und kann über USB nicht rausgehen. Ich kann das nicht runterladen vom Token. Dadurch kann ich erstmal diesen Token auch nicht klonen. Der Browser, in dem Fall Chrome, kompiliert Informationen der Relying Party, also von Google.de oder Googlemail.de mit ein. Das heißt, er schickt mir unter anderem ans Token die URI und die TLS-Channel-ID über die HTTP-Verbindung. Also Informationen über das SSL-Zertifikat oder TLS-Zertifikat von Google kommen beim Token mit an und werden mit eingebaut in diese Challenge-Response-Verfahren. Sollte sich also irgendjemand dazwischen hängen und ein nicht gültiges Google-Zertifikat in meine Verbindung einschmuggeln, weil er da mich auf irgendeine Webseite abfängt und umleitet, dann fällt das hier bei der Authentifikation auf. Das heißt, der Token sieht in der Challenge-Response oder der Authentifikationsserver sieht in diesem Challenge-Response-Verfahren, dass die Daten, die dort hinterlegt sind, falsch sind und wandern entsprechend. Ohne dass der Endanwender da irgendwelche SSL-Zertifikate im Browser prüfen muss und Zertifikatsketten hin zu Turk Trust und wie die alle heißen. Ja, das heißt also, das Token signiert diese Information und schickt sie dann entsprechend an die Relying Party, also an diesen Google-Server. Wenn das Ganze dann korrekt ist, kommt dann an Google die Information oder an Relying Party die Information, dass das Token in Ordnung ist, dass das geteilte Geheimnis passt und damit bin ich authentifiziert. Das Token generiert ein neues Schlüsselpaar mit der App-ID, das heißt also jede Anwendung, die ich dann nutze mit dem Yubico, sei das jetzt Dropbox oder Google oder meine drei verschiedenen Google-Accounts, kriegt eine eigene Identifikationsnummer. Das heißt also auch der Google-Server sieht nicht, dass ich für meine drei Accounts denselben Yubico-Key nutze. Und des Weiteren gibt es ein Key-Handle. Ein Key-Handle ist quasi, ich sag mal, die Fahrgestellnummer des Tokens. Darüber weiß der Server, dass mein Yubico-Key aktiviert ist und der neue, den ich mir gerade gekauft habe, noch nicht oder ähnliches. Das heißt also im Endeffekt, der Login-Dienst weiß nicht, wer welche Tokens nutzt. Des Weiteren gibt es einen Authentifikationszähler, der bei jeder Authentifizierung inkrementiert wird. Die Relying Party vergleicht die Zähler miteinander und es muss so sein, dass natürlich der Zähler im Token höher ist als der bei der Relying Party. Der darf niemals gleich oder kleiner sein, weil das wäre dann eben der Fall, dass so ein Token geklont wurde. Was bisher zumindest jetzt mit, sagen wir mal, einer Software und einem Laptop nicht möglich ist, aber vielleicht kann mal jemand im Labor so einen Token nachbauen oder irgendwie klonen. Aber dann ist immer noch dieser Zähler an die Daten kommt, da nehme ich nicht ohne weiteres ran. Und dann eben, wie gesagt, die Beglaubigungszertifikate, das dann vom Hersteller mit eingebaut wird, da kann man eben Filter einbauen, dass ich eben sage, ich lasse nur bestimmte Yubico-Keys zu, ich sperre alle RSA-Token aus oder ich lasse nur spezielle Yubico-Keys rein, nämlich die von der TU Chemnitz ausgegebenen oder ähnliches. Aber das ist dann eher für Unternehmen interessant. Dienste, die das unterstützen oder Webseiten, die das unterstützen, sind momentan Google, Dropbox, GitHub. Ich kann auch PEM nutzen, da habe ich noch ein paar Beispiele zu. WordPress, Django, Ruby und Rails bieten das auch an. Ich kann dann via PEM zum Beispiel OpenVPN und FreeRadius absichern. Ich kann auch ein Login absichern über PEM, sofern PEM unterstützt wird. Und ich kann auch OpenSSH via PEM mit einem Yubico-Key absichern. Das Kuriose bei OpenSSH ist, wenn ich PEM aktiviere, kann ich keine SSH-Schlüssel mehr nutzen. Das heißt also, ich muss dann SSH ein Passwort vergeben und kann dann zusätzlich zum Passwort noch ein Token verwenden. Ja, ob das jetzt, also ich finde das nicht unbedingt sinnvoll, also ich nutze meine SSH-Schlüssel weiter, aber vielleicht gibt es ja doch noch andere Szenarien, wo man das nutzen möchte. Ansonsten gibt es diverse Passwortmanager, die Yubico-Keys unterstützen, LastPass, Dashlane und so weiter und so fort, die sind auf der Webseite komplett aufgeführt, also Yubico hat eine riesen Webseite, wo steht, wer unterstützt wird, das wächst auch täglich, werden da neue Dienste eingetragen. Interessant ist hier für uns natürlich KeePass, weil Open Source auf verschiedenen Betriebssystemen verfügbar und relativ sicher. Also LastPass wurde ja auch mehrfach schon gehackt in der Vergangenheit und diesen Diensten würde ich per se nicht vertrauen. KeePass ist dann interessant, wenn ich einen Dienst absichern möchte, der noch gar keine U2F-Unterstützung bietet. Das zeige ich im praktischen Teil dann nochmal. Und da sind wir dann auch schon bei der Anwendung. Wenn ich das bei Google einrichten möchte, also ich habe hier mal auf Bilder verzichtet, bei Yubico kann man sich das alles in der Anleitung nochmal anschauen mit Bildern, melde ich mich bei Google an,
klicke dann oben, da rechts oben auf diesen Button Mein Konto, gehe auf Anmeldung und Sicherheit und dann auf Bestätigung in zwei Schritten. Und da kann ich Zwei-Faktor-Authentifikation aktivieren. Wenn ich das aktivieren möchte, das erste Mal, verlangt Google von mir, dass ich eine Handynummer hinterlege. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich damit zum einen ein Backup habe, für den Fall, dass der Key nicht mehr funktioniert, beziehungsweise ich ja unter Umständen auch mal an einem Rechner sitze, wo so ein Key nicht funktioniert. Ja, also die Telefonnummer wird zwingend abgefragt. Ich kriege dann per SMS erstmal so einen Bestätigungscode zugeschickt, eine 6- oder 8-stellige Nummer, die muss ich bei Google eingeben und dann ist meine Telefonnummer hinterlegt. Ich kann auch mehrere Telefonnummern angeben, ich kann auch Festnetznummern angeben. Dann liest mir da so eine Computerstimme die Nummer vor. Ich kann auch die Google Authenticator App nutzen. Das ist eine App, die ist für im Prinzip alle Smartphones verfügbar, von Android über iOS bis BlackBerry. Und die macht auch nichts anderes, als mir halt so eine TAN zu generieren, zu empfangen. Das kann dann hilfreich sein, wenn man vielleicht mal im Ausland unterwegs ist, Roaming nicht funktioniert oder man die SMS irgendwie nur sehr zeitverzögert bekommt. Ich habe das dann genutzt, als ich in England war und längere Zeit da gelebt habe. Ja, das wäre also dann erstmal ein Schritt. Ich kann dann auch bei diesem Handy bleiben. Also als ich vorhin mal getestet, ich habe vorhin getestet, ob Oprah inzwischen Yubico-Keys unterstützt. Und nachdem ich mein Google-Passwort eingegeben habe, kam dann sofort die SMS an auf meinem Handy als zweiter Faktor. Weil Oprah diesen Yubico-Key nicht unterstützt, das noch nicht anbietet. Google hat das sofort gesehen und hat mir deshalb gleich diese SMS geschickt aufs Handy. Also ich muss mir keinen Yubico-Key kaufen, es reicht dieses Handy. Des Weiteren ist es empfehlenswert, sogenannte Ersatzcodes einzurichten. Das ist auch so eine Option da oben. Da kriege ich eine TAN-Liste generiert. Da stehen 10 TANs drauf. Die kann ich mir als Textdatei runterladen, ausdrucken. Das ist dann quasi so mein letztes Login. Wenn Handy und Yubico-Key nicht mehr funktionieren, sollte ich auf alle Fälle ausdrucken und irgendwo hinwegschließen. Also entweder in der Brieftasche mitführen, wenn man die unterwegs braucht, oder eben zu Hause in die Geldkassette, in den Tresor, unter die Matratze oder sonst irgendwo hinpacken, wo man es dann auch wiederfindet. Sollten nämlich irgendwann mal Handy und Yubico-Key weg sein, weil einem vielleicht der Rucksack im Zug geklaut wird oder in der Straßenbahn, da sind ja beide Dinge in der Regel weg, dann kann ich mich über diese TAN-Liste da immer noch irgendwie bei Google authentifizieren. Und ansonsten klicke ich auf Sicherheitsschlüssel, das ist rechts eine Option. Und dann, wenn ich Chrome nutze, dann sagt mir Google, ich soll jetzt meinen Yubico-Key einführen, soll den Taster drücken, wieder rausziehen, Sache erledigt. Ist also relativ einfach. Ist beim ersten Mal ein Arbeitsaufwand von weniger als 5 Minuten. Und ich habe dann mein Handy hinterlegt, meine TAN-Liste generiert und den Yubico-Key registriert. Und ab diesem Zeitpunkt dann benötige ich einen dieser zweiten Faktoren zur Authentifikation bei Google. Das heißt entweder den Yubico-Key oder die Handy-SMS-Nummer oder die TAN-Liste. Und das kann ich dann noch beim Login auswählen, wenn da irgendwie mein Handy gerade nicht greifbar ist oder ähnliches. Das heißt also, der Aufwand ist sehr, sehr gering. Jetzt habe ich das Problem, ich habe noch einen Web.de-Account, den würde ich gerne absichern. Oder irgendeinen anderen Account bei GMX oder sonst wo, wo U2F nicht unterstützt wird, nicht nativ. Was mache ich nun? Da kommt KeePass ins Spiel. Ich aktiviere dieses Oath HOTP, dieses Challenge Response Verfahren im YubiKey über das Personalization Tool. Das ist also so eine Oberfläche, da kann ich dann klicken, wofür soll der YubiKey genutzt werden, PGP, HOTP und so weiter. Dann installiere ich KeePass, richte das ein, installiere mir das Plugin OTP KeyProf. Damit kann ich dann den YubiKey mit KeePass verheiraten. Ich muss ein Passwort vergeben für die KeePass-Datenbank, das sollte möglichst sicher sein, weil ich ja in KeePass meine Passwörter speichere. Und dann zusätzlich wird dann über OTP KeyProf der Yubico-Key mit KeePass verbunden. Das heißt also, wenn ich mich in Zukunft mit meiner KeePass-Datenbank verbinden möchte, also die Datenbank einlesen möchte, muss ich mein Passwort eingeben und den Yubico-Key in den USB-Slot stecken und den Taster drücken. Und nur wenn beides korrekt ist, wird die KeePass-Datenbank für mich freigeschaltet. Das heißt also, ich habe jetzt diese KeePass-Datenbank mit 2 Faktoren abgesichert. Meinen Web.de-Account sichere ich jetzt dadurch ab, dass ich mir von KeePass ein Zufallspasswort generieren lasse. 256-Bit-Hex. Ich habe da mal ein so ein Passwort unten angegeben. Diese lange Zahlenkette, 09137 und so weiter. Das ist eines dieser ganz langen Zufallspasswörter. Ich melde mich bei Web.de an mit meinem alten Passwort und wechsle dann das Passwort auf dieses neue, dieses 0913 und so weiter. Das ist ein Passwort, also das dürfte selbst bei MD5 gehashten Passwörtern nicht ohne weiteres geknackt werden. Das ist also relativ sicher. KeePass speichert sich dieses Zufallspasswort. Ich muss mir das natürlich nicht merken. Ich merke mir nur dieses Generalpasswort, diesen Zugangsschlüssel plus mein Yubico-Key.
Und dann verbinde ich eben meinen Webbrowser via Plugin mit KeePass. Firefox, Chrome, was da alles unterstützt wird, steht auf der Webseite. Und wenn ich mich dann bei web.de einloggen will, dann muss ich nur meine KeePass-Datenbank entschlüsseln. Das heißt, ich gebe das Passwort ein, das Generalpasswort, stecke meinen Token rein und Firefox oder Chrome holen sich dann Benutzername und Passwort, also diesen elendlangen Zeichensalat dort oben, aus der KeePass-Datenbank. Und so kann ich dann auch Webseiten sichern, die noch nicht U2F unterstützen. Ich vermute mal, dass das in Zukunft noch wesentlich mehr werden, aber momentan ist das zumindest erstmal ein Workaround. Und damit kann ich auch Konten absichern, die irgendwie relativ wenig genutzt werden. Also ich war neulich auch wieder überrascht, als ich mal nach Jahren wieder in meinen GMX-Account reingeguckt habe, was für Foren ich da noch angemeldet bin. Also irgendwelchen Gothic 1-Foren von 2001 und so weiter. Die gibt es immer noch im Netz und ich vermute mal, dass deren Passwortsicherheit nicht so wirklich hoch ist. Also da kann also durchaus das ein oder andere Passwort liegen und da kann man eben über KeePass solche Dinge entsprechend absichern. Wenn ich Yubico für eigene Dienste nutzen möchte, also für irgendwas anderes als U2F, dann kann ich das tun über Plugins. Es gibt also, wie gesagt, Erweiterungen für WordPress, für Django, für andere Dienste. Yubico bietet selber ein PAM-Modul an unter der BSD-Lizenz, das nennt sich Yubico PAM und ist inzwischen, ich glaube, bei allen Linux-Varianten und FreeBSD mit in den Paketverwaltungen. Ich kann das einbinden und kann dann alles, was PAM unterstützt, auch über Yubico Keys absichern. Also das betrifft dann OpenVPN, FreeRadius und so weiter, auch SSH oder OpenSSH. Es gibt auch ein YubiKey-Server-Paket, das heißt auch so, da kann ich dann noch eigene Validierungsserver aufsetzen, wenn ich will. Muss ich nicht, ich kann auch die von Yubico nutzen. Wenn ich einen eigenen Server aufsetzen will, gibt es auch eine Hardware-Erweiterung. Die kostet um die $500, wird per USB angebunden und da ist quasi Hardware drin, um Zufallszahlen etc. pp. Zu generieren. Also ein Kryptogenerator, Zufallsgenerator und so weiter. Wenn ich da irgendwo mal 20.000 Anwender habe, die sich dann morgens um 9 alle gleichzeitig einloggen, kann auch ein Core i7 oder Xeon-Prozessor mal an seine Grenzen gelangen mit den Zufallszahlen und Kryptosachen. Deswegen gibt es diese Erweiterung zu kaufen. Das betrifft dann also die großen Server. Im normalen Endanwenderfall habe ich da keine Probleme mit. Online-Validierung kann ich, wie gesagt, über die YubiCloud oder über einen eigenen Validierungsserver abwickeln. Also Yubico bietet das direkt an, dass man sich über einen Yubico-Server, den Yubico betreibt, authentifizieren lässt. Seit 2006 unterstützt das PAM-Modul auch Offline-Validierung dank HMAC SHA-1. Also da wird dann quasi die Kommunikation zwischen dem PAM-Modul lokal, also meinem Rechner, meinem Laptop, der vielleicht gerade offline ist, und dem Yubico-Key direkt durchgeführt über dieses Challenge-Response-Verfahren, wo dann das Challenge mit HMAC SHA-1 abgesichert wird. Installation ist relativ simpel. Man muss das PAM-Modul installieren. Das macht man über die Paketverwaltung. Und dann muss es entsprechend konfiguriert werden. Das heißt, also je nach Distribution muss ich da an verschiedensten Orten irgendwo das PAM-Modul eintragen. Da gibt es aber Anleitungen für, kann man sich bei Yubico nachschauen. Das ist also nicht wirklich kompliziert. Das Einzige, was relevant ist, worauf ich achten muss, wenn ich den Yubico-Key mit dem PAM-Modul verheirate, wird in meinem Home-Verzeichnis eine Konfigurationsdatei hinterlegt. Da steht dann also so ein Challenge drin und auch welcher Yubico-Key das ist, also quasi die Seriennummer für den Token. Das kann dann problematisch sein, wenn ich mein Home-Verzeichnis verschlüsselt habe. Also zum Beispiel bei Ubuntu das EcryptFS nutze oder ähnliches. Weil dann ist ja mein Home-Verzeichnis verschlüsselt bis zum Login. Login funktioniert nur, wenn der YubiKey die Konfigurationsdatei aus dem Home-Verzeichnis lesen kann. Das heißt, sobald ich mich auslogge, komme ich nicht mehr an meinen Rechner ran, also an diesen Account. Da gibt es aber auch einen Workaround. Man kann diese Konfigurationsdatei auch irgendwo in das /etc/YubiKey ablegen. Wie genau das aussehen muss, hängt dann wieder von der Distribution ab, ist aber bei Yubico auch beschrieben. Aber nur die Warnung vorweg, also wenn man das erste Mal testet, ich habe mich auch komplett selbst rausgeschossen bei meinem ersten Versuch, habe auch nicht dran gedacht, dass ich EcryptFS habe, es war zum Glück nur ein Testrechner, also Image zurückspielen und alles von vorne anfangen. Auch die PEM, also die Reihenfolge der PEM-Module ist auch noch relevant, also da hat es mich das erste Mal auch erwischt. Aber wenn man das nach Vorgabe macht, also wie gesagt, hier sind ein paar Zeilen Code, die man da nutzt und dann ist das Ganze eingerichtet. Und man sollte es vielleicht erstmal auf einem Testrechner oder so ausprobieren, ob alles klappt und nicht gleich beim VPN-Server, der irgendwo im Rechenzentrum steht. Es sei denn, man kann da kostenlos Leute beauftragen, dass die den Reset-Button drücken und neu installieren. Was ich auch machen kann, ist wie gesagt SSH per Passwort und Token. Ja, erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Also ich nutze SSH-Schlüssel und insofern ist das Ganze dann nicht unbedingt notwendig. Das Problem liegt aber eben am OpenSSH-Server, der PEM nur dann unterstützt, wenn er Authentifikation via Passwort entgegennimmt.
Eine andere Möglichkeit ist, habe ich selber gerade zu Hause aufgesetzt, OpenVPN über Radios mit PAM zu verbinden. Es gibt auch die Möglichkeit, OpenVPN Einfaktor-Authentifikation mit Yubico zu machen. Das heißt also, ich habe kein Passwort, nur den Token, kommt dann ins VPN rein. Kann man machen, finde ich jetzt nicht unbedingt so sinnvoll. Ich kann auch OpenVPN über PAM mit dem Yubico-Key verheiraten, aber der Weg über Radios ist dann relativ schmerzfrei, wenn man mal neue Benutzer hinzufügen kann. Also das geht dann doch ein bisschen eleganter. Radios lässt sich ja vergleichsweise einfach noch konfigurieren. Ich kann die Benutzer auch statisch in der Config-Datei hinterlegen. Ich muss da kein MySQL, PostgreSQL, LDAP anbinden. Das ist also bei Radios nicht notwendig. Und ich kann dann auch die Benutzer einfacher verwalten. Und das funktioniert dann auch wieder über das PAM-Modul. Radios holt sich dann via PAM eben diesen Yubico-Key rein. Und ich habe das Ganze dann verknüpft. War da gerade eine Frage? Ja. Ich frage mal ganz kurz zurück zu dem Thema Validierungsserver. Wenn ich einen eigenen Validierungsserver aufsetze, kann ich dann den entsprechenden Kunden nur mit einem Validierungsserver benutzen, dann kann ich den auch an Dienst verwenden, wie Yubico Cloud. Na, der Login-Server, also der Dienst, an dem ich mich authentifizieren will, also mein VPN-Server zum Beispiel, dem muss ich ja mitteilen, welchen Authentifikationsserver ich nutzen will. Das ist schon richtig. Hm? Ich meine, auch an zwei verschiedenen Diensten, bei zwei verschiedenen Instituten beispielsweise einsetzen. Das geht. Das ist, also das Token ist davon nicht betroffen, es ist nur die Frage, die Relying Party, also die Seite, wo ich mich einloggen will, muss ich halt mit dem konfigurierten Server verbinden können. Ob das ein eigener ist oder von sonst irgendwem, ist völlig egal. Und das Token selber ist dann nicht erstmal nicht beeinflusst. Ich würde die Fragerunde jetzt ans Ende stellen. Vielleicht geht das ja noch durch. Dazu am Ende. Ich kann, wie gesagt, über HMAC SHA-1 Yubico Keys inzwischen auch offline nutzen. Und das kann ich zum Beispiel tun mit der Erweiterung YubiKey Lux, um eine mit Lux verschlüsselte Festplatte mit einem Token abzusichern. Das Ganze funktioniert so, dass ich das System erstmal ganz normal installiere, mit Lux verschlüssele und ich muss auch wie bisher bei der Installation ein entsprechendes Passwort vergeben für die Festplattenverschlüsselung. Dieses Passwort werde ich auch nicht los, das bleibt in meinem Lux drinne. Deswegen sollte man dort ein zufallsgeneriertes oder ansonsten sehr starkes Passwort verwenden. Das brauche ich erstmal nur bei der Installation, bei dem ersten Bootvorgang und beim Einrichten des Yubico-Keys. Danach muss ich das nicht mehr zur Verfügung haben. Das kann ich dann über den Yubico-Key nutzen. Aber ich muss bei der Installation ein Passwort vergeben. Und das sollte möglichst sicher sein. Ne? Also schönes, langes Zufallspasswort. Ich kann, selbst wenn ich den YubiKey aktiviere, kann ich meine Festplatte auch immer noch über das normale Installationspasswort entsichern, also entschlüsseln, also scharfschalten. Insofern, wie gesagt, das entsprechend lang wählen. Vorgehen ist relativ einfach. Ich boote die Kiste hoch, kann mir dann über Crypt-Setup vom entsprechenden Gerät anzeigen lassen, wie die Keyslots konfiguriert sind. Jede Lux-Installation hat standardmäßig 7 sogenannte Keyslots. Das heißt, ich kann 7 verschiedene Passwörter für Lux hinterlegen. Also ich könnte 7 Benutzern jeweils ein eigenes Passwort geben. Und genutzt wird das Ganze jetzt so, dass im Slot 1 das Installationspasswort verbleibt und in einem der anderen Slots, wir nehmen mal Slot 7, der Yubico-Key mitsamt eines einfach merkbareren Passworts verheiratet wird und dort hinterlegt wird. Dazu brauche ich 2 Erweiterungen. Das ist einmal von Yubico eine Erweiterung und von Privacy Idea. Die muss ich installieren. Der Token muss dann über das Personalisierungstool YK Personalize entsprechend konfiguriert werden. Hier lautet der Befehl -2, zweiter Slot. Und dann soll das Ganze auf Challenge Response Authentifikation mit HMAC SHA-1 aktiviert werden. Also sieht man da OCAL RESP, OCAL HMAC und so weiter. Dann kann ich über Yubico Lux Enroll das neue Passwort für Lux im Slot 7 vergeben. Also hier wird für das Gerät SDA5 im Slot 7 dieser entsprechende Yubico Key eingetragen. Dabei muss ich dann ein zweites Passwort eingeben. Das ist das Passwort, das ich dann in Zukunft immer in Verbindung mit dem Yubico Key nutze. Es sollte auch ein sicheres sein, also ich sollte jetzt nicht Passwort oder Secret nutzen, es sollte schon ein bisschen was Besseres sein. Es muss aber nicht mehr so ein 32 Zeichen langes Zufallspasswort oder ähnliches sein. Wenn ich dann neu starte, kann ich entweder das ultralange Installationspasswort eingeben oder ich nutze dann mein jetzt eingegebenes zweites Passwort in den Yubico Key. Das wird dann via Challenge Response Verfahren wird der Yubico Key mit eingebunden, das funktioniert. Getestet habe ich es auf Ubuntu 14.04 LTS, da läuft es relativ gut.
Wobei ich auf meinem 1404 ein bisschen Probleme mit der Personalisierung von den Keys hatte. Auf den neueren Varianten, ich hatte jetzt nochmal ein 1505 probiert, ein 1510, da laufen die Keys problemlos, die werden also immer erkannt. Bei 1404 musste ich ein paar Klimmzüge machen, noch Bibliotheken nachinstallieren, ein bisschen rumkonfigurieren. Aber das ist halt der Preis dafür, dass man eine ältere Version nutzt. Eine andere Variante, die ich noch nutzen kann, ist GNU-PG oder generell PGP, OpenPGP mit YubiKey. Ich kann im Neo 2048-bittige RSA-Schlüssel verwenden und im Vierer 4096-bittige Schlüssel. Also die dürfen nicht kürzer sein, nicht länger. Es geht nur dieser feste Wert, der ist einfach von der Hardware so vorgegeben. Das Ganze funktioniert dann quasi als Smart Card. Das heißt, ich kann über diesen Befehl da YQ Personalize M82 das OpenPGP Applet aktivieren. Beim Neo ist es zwar drauf, aber noch nicht aktiv. Da muss ich es erst aktivieren. Beim Vierer ist es, glaube ich, schon aktiviert. Aber selbst wenn man den Befehl eingibt, passiert da jetzt nichts Schlimmes, wenn das schon aktiviert sein sollte. Danach sollte ich mit dem GPG-Befehl Change PIN die beiden PIN-Nummern ändern. Da sind Standard-Pins vergeben, Manager-PIN oder Admin-PIN ist 1234578, Nutzer-PIN ist 1234576, die muss ich ändern, in irgendeine PIN-Nummer, die ich mir merke. Und dann kann ich zum einen A, entweder ein Schlüsselpaar auf dem YubiKey generieren, das geht dann über CardEdit, AdminGenerate, ein Schlüsselpaar auf dem YubiKey generieren, dieses Schlüsselpaar bleibt auf dem YubiKey. Ich kann höchstens den öffentlichen Schlüssel exportieren. Der private Schlüssel ist nur auf dem YubiKey vorhanden. Ich kann auch kein Backup davon machen. Geht also der Schlüssel kaputt oder ich gebe den Generate-Befehl nochmal ein, dann kriege ich ein neues Schlüsselpaar, dann ist der alte Schlüssel weg. Ich habe keine Möglichkeit, da in irgendeiner Art und Weise ein Backup zu machen oder sonst irgendwie dieses Schlüsselpaar zu sichern. Dessen sollte man sich bewusst sein. Andere Möglichkeit ist, ich kann ein Schlüsselpaar auf den YubiKey hochladen. Das heißt, ich erzeuge mein Schlüsselpaar ganz normal per GNU-PG, wie man das bisher auch gemacht hat. Das kann auch ein alter Schlüssel sein. Voraussetzung ist, es ist ein 2048 oder 4096-bittiger Schlüssel. Andere gehen nicht. Also DSA, Elgamal funktioniert nicht. Auch weniger oder mehr Bit funktionieren nicht. Und dann muss ich im Prinzip den Schlüssel hochladen, über diesen Befehl Key-to-Card. Wenn der Schlüssel hochgeladen wird, wird er aus meinem lokalen Schlüsselring in .gnu.pg rausgelöscht, ist also dort nicht mehr vorhanden. Deshalb, wenn man ein Backup machen will bei einem neuen Schlüssel, vorher mit Export Secret Key die Schlüssel sichern. Und die kann ich dann ja wegpacken. Oder, wenn ich jetzt ganz sicher sein will, nehme ich einen Offline-Rechner, generiere mir dort meine Schlüssel, exportiere die dann in irgendeine Backup-Datei, brenne die oder packe die auf einen USB-Stick, natürlich auch entsprechend verschlüsselt, und kann dann den Schlüssel dort auf meinen YubiKey hochladen. Vorteil beim YubiKey ist, der Schlüssel, der einmal dort hochgeladen wurde, kann natürlich nicht wieder ausgelesen werden. Also entweder ist egal, ob der generiert wurde oder hochgeladen wurde, der YubiKey gibt die privaten PGP-Schlüssel nicht mehr raus. Ich kann die also nicht auslesen. Ja? Wenn ich dann den YubiKey nutzen will mit GNU-PG oder Cleopatra oder irgendeinem anderen Frontend, wird er normal als Smartcard erkannt. Da muss ich auch nichts großartig konfigurieren. Und das läuft dann so ab, dass dann die E-Mail, die ich verschlüsseln will oder die Datei an den YubiKey geschickt wird und der verschlüsselt das dann. Da läuft dann intern die Smartcard, die die Kryptographie macht und das Ergebnis zurückschreibt. Das heißt, der private Schlüssel wird nicht ausgelesen und geht auch nicht irgendwie aus dem Key raus. Das wäre dann die Sicherheitsmaßnahme. Nachteil, wie gesagt, man kann vom YubiKey keine Duplikate oder Backups anfertigen, deswegen wäre es eigentlich sinnvoll, den Schlüssel erstmal so zu erzeugen und dann hochzuladen, um dann zumindest noch die Backup-Möglichkeit zu haben. So. Ich bin jetzt mit dem Vortrag soweit durch. Bitte? Es gibt noch einen Tipp zu dem GPG. Ja? Wenn ich einen 4K-Schlüssel erzeugen will, okay, also GPG-2 für 4096-bittige Schlüssel. Okay, gut. Ich bin immer noch bei GPG-1, deswegen wusste ich das jetzt auch nicht. Ganz kurz noch, wie gesagt, auf der letzten Folie meine Kontaktdaten. Sicherheitsforschung-magdeburg.de gibt es unsere Webseite. Wir haben das Open Access-Journal, das ist dort verlinkt. Sie können mich auch gerne per Mail anschreiben. Wir haben einen YouTube-Kanal mit diversen Vortragsmitschnitten. Da ist unter anderem auch der vom letzten und vorletzten Jahr drauf. Dann gibt es noch einen Twitter-Account von mir, wo ich aber nur Vorträge ankündige. Also ich lade da keine Fotos vom Mittagessen hoch oder sowas, nur Vortragstermine.
Bei Xing kann man mich kontaktieren und wer möchte, kann mich auch mit verschlüsselter Telefonie, also ZRTP, anrufen. Ich weiß ja nicht, ob jemand hier letztes Jahr in meinem Vortrag dazu war und sich vielleicht verschlüsselte Telefonie eingerichtet hat. Falls ja, wir können dann auch gerne mal telefonieren und zwar sicher verschlüsselt. Ansonsten, ein bisschen Zeit ist ja noch für Fragerunde, oder? Ja, insofern können wir jetzt in die Fragerunde gehen. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Der YubiKey Neo kann keine externen 5.9-Zertifikate, also PKCS. Nicht, dass ich wüsste, nee. Und der 4 kann aber PKCS machen? Laut Liste, ja. Also es gibt auch bei YubiKey... Ja, bei YubiKo gibt es auch eine Liste mit komplett Übersicht, Tabelle, welcher Stick kann was oder welcher Token. Fangen wir mal an. Bisschen lauter bitte. YubiKo gibt seine generell unter BSD-Lizenz frei. Dieses LuxKey, das hat jemand anderes entwickelt. Das ist also nicht von YubiKo, aber da gibt es bei Golem einen Artikel zu. Und der Entwickler ist wohl, ich glaube, Ubuntu oder Debian-Entwickler. Also das ist, wie gesagt, Open Source, man kann reingucken. Also alles, was hier vorgestellt war, ist Open Source. YubiKo nutzt generell BSD-Lizenz. Und FreeBSD nutzt inzwischen auch einige der Module. Also das geht da auch, nicht nur Linux. Ja. Machen wir mal zu Lux. Funktioniert es auch in der Idee? Also sprich, wenn das System komplett verschlüsselt? Mit Lux? Ja. Ja, ja, ja. Also das Aufschlüsseln mit der YubiKey. Ja, das macht dann dieses eine PPA, das man nachinstallieren muss. Das wird dann ins Boot mit reingesetzt. Und damit kann ich dann komplett Vollverschlüsselung machen. Das ist eigentlich die Idee dahinter, also die Übung, die man dann nutzt. So, dann fangen wir mal ganz oben an. Ich höre fast gar nichts, sorry. Um meinen Rechner richtig sicher zu kriegen. Ja. Ja. Ja, na, das ist ein grundlegendes Problem. Nein. Nein. Nein, hat er nicht. Und ich möchte jetzt auch keine Grundsatzdebatten über Cold-Boot-Attacken und ähnliches fahren. Also wenn wir zur EFI reingucken, sind wir eh verloren. Das können wir nachher privat noch machen, aber das würde es, glaube ich, hier den Rahmen ein bisschen sprengen. Ja, der Rahmen wird sprengen. Gerade der Rahmen, es tut uns sehr leid, aber wir müssen jetzt leider langsam, aber sicher hier aufnehmen, okay, weil wir sonst zeitlich Ängste bewegen müssen. Ja. Ich bin morgen noch unten am BSD-Stand. Wer will, kann da mal vorbeikommen und dann klären wir das.